Hallo, guten Morgen. Hallo, hallo. Ja, dieses heutige Live von einem Hintergrund, wo du vielleicht glauben magst, dass er nicht echt ist, aber das ist alles mehr als echt und real. Hier vom Comersee oberhalb von Varenna, wenn du dich fragst, wo ich gerade bin. Das heutige Video befasst sich mit dem Thema Manifestation ist nicht Manipulation. Und das ist so, so wichtig, dass uns das bewusst ist, weil sonst werden wir die Zweifel nicht los, wenn wir das Verständnis nicht haben, den Hintergrund, das Prinzip, wie sich die Dinge in unserer Welt manifestieren, in unser Leben manifestieren, dann werden wir immer wieder zweifeln. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen, deswegen, oh, kitzelt mich gerade in der Nase. Die Olivenbäume, bei mir sind es die Olivenbäume. Ja, diese Zweifel, da habe ich gestern drüber gesprochen in meinem gestrigen Video. Diese Zweifel, die uns immer wieder alles unmöglich machen, unmöglich erscheinen lassen, die kommen aus einem mangelnden Verständnis. Die kommen daraus, dass wir noch nicht hundertprozentig wissen, glauben, vertrauen, wie durch unsere Energie, durch unsere Ansichten, durch unsere Gedanken die äußere Welt manifestiert. Und dieses Wissen muss ich ganz, ganz tief in mir tragen, im Sinne von dem, dass ich weiß, wer ich bin als Schöpfer. Ich weiß, wer ich bin als Master Manifester. Ich habe keinen einzelnen Zweifel mehr dran, dass die Dinge aus meiner inneren Welt heraus nach außen gedrückt werden, nach außen projiziert werden. Dass ich quasi das Dia generiere und kreiere, das hinterher die manifestierte Welt macht, zeigt, abdrückt, auspusht. Wie Neville Goddard sagt, everything, everyone is you pushed out. Und genau darum geht's, dieses Wissen zu haben, zu wissen, wer du bist und aus diesem Seinszustand, aus dieser Selbstdefinition, aus diesem Selbstkonzept eines hundertprozentigen Schöpfers, Schöpferin heraus die Welt zu kreieren, die Welt zu sehen, die Welt zu betrachten, Perspektiven einzunehmen und eine Überzeugung in mir zu tragen, die genau dem entspricht. Eine ungebrochene Überzeugung, eine Überzeugung, die nicht zweifelt, die weiß, dass alles aus mir heraus entsteht, die weiß, wie ich denke als Schöpfer, die weiß, was passiert, wenn ich kreiere, wenn ich manifestiere. Und wenn du das weißt, was passiert, wenn du manifestierst, wenn du kreierst, wenn du dir Dinge zweifelsfrei vorstellst, wenn du von Dingen überzeugt bist, dann kann dir auch hundertprozentig klar sein, dass Manifestation keine Manipulation ist, sondern dass du allein durch deinen Seinszustand, durch deine Vorstellungskraft, durch das, wovon du überzeugt bist, genau diese Realität begehst, hervorrufst, aus dem Universum der unendlichen Realitäten, die alle möglich sind. Es sind alle Realitäten möglich. Gleichzeitig, du kannst nur wählen. Und ich spreche zu dir, wenn du schon Grundlagen hast, wenn du schon jemand bist, der sich diese Gedanken gemacht hat, der sich überlegt hat, wie entsteht unsere Welt, was ist mein Beitrag dazu, der Neville Goddard kennt, wenn du Dr. Joe Dispenza, Greg Braden, all diese metaphysischen Ansätze, die ihr schon mal überlegt hast, oder Esther Hicks, Law of Attraction, all diese Sachen
schon mal gedacht hast, okay, das klingt alles mega gut. Ich bin absolut froh, dass ich nicht ausgeliefert bin. Ich bin schon in dem Bewusstsein, dass ich hier Einfluss habe auf meine Welt, auf mein Leben, auf meine Realität, auf meine Gefühle, auf meinen Körper. Aber irgendwie weiß ich noch nicht so ganz hundertprozentig, wo diese Kraft und wo diese Power herkommt und vor allem, wie ich diese Kraft und diese Power dafür nutzen kann, auf dieser Welt die schönen Dinge zu kreieren, die Freude zu kreieren, das Gute, die Heilung zu kreieren. Und dann solltest du mir wirklich folgen, dann solltest du meine Videos auf YouTube anschauen, dann solltest du vielleicht in meine Facebook-Gruppe kommen und solltest einsteigen in deine absolute, hundertprozentige Power. Und es geht so weit, dass wenn du alles verstanden hast, wenn dir alles sonnenklar ist, dass du erkennst, dass es außer dir nichts und niemanden gibt, der irgendetwas in deiner Welt kreiert und generiert. Niemand hat Einfluss auf das, was du bist. Niemand hat Einfluss auf das, was du hast. Niemand hat Einfluss auf das, was du lebst. Aber dazu musst du dich erstmal als das verstehen und den Einfluss, den du auf außen, auf äußere Umstände gibst, zurücknehmen und eben rausgehen aus dem Mindset der Manipulation. Psychologie ist Manipulation. Manifestation ist Energie. Manifestation ist Kreation. Und du hast deine Finger aus der äußeren Welt draußen. Und du musst eben nichts manipulieren. Du musst im Außen nichts verändern, um dich selber irgendwie zu fühlen, zu empfinden, über dich eine Meinung zu haben. Du brauchst keinen Feedback Loop mehr, sondern du weißt genau, das, wer oder was ich bin, über mich glaube, muss ich logischerweise, glaube ich über die anderen, glaube ich über mein Außen. Und im Rückschluss, wenn du siehst, ich glaube über mein Außen noch Böses, Schlechtes, gegen mich Gerichtetes, etwas Schädliches, dann heißt das, dass du über dich tatsächlich noch glaubst, in deiner Welt, du könntest Schaden anrichten, es gibt Schaden, es gibt Böses. Du kollaborierst noch mit dem Teufel, du kollaborierst mit dem Bösen. Und das ist genau das, was ich tue, wenn ich an Manipulation glaube. Dann glaube ich an etwas Böses, weil ich glaube, dass da außen Manipulation stattfinden kann. Aber es gibt keine Manipulation, es gibt nur mich. Und wenn ich mich durch mich selber manipulieren lasse, durch meine eigenen Gedanken, durch meine eigenen Ängste, durch meine eigenen Vorstellungen, dann ist es die einzige Manipulation, die überhaupt möglich ist. Also nutze dieses Wissen, vertiefe dieses Wissen. Wenn du schon ein bisschen in diese Richtung gehst, es glaube mir, es geht noch so viel tiefer bis zu dem Moment, wo du weißt, dass das Außen nur ein Spiegel, eine Reflexion, eine Darstellung deines kreierten Dias ist. Deiner Ansicht, deines Bildes, deines Filmes. Und das ist ein genialer Weg. Ich nenne ihn die Divine Design Reise. Es heilt dich von allem Mangel. Es heilt dich von allem Unheilen. Weil es macht dich ganz. Es macht dich zu dem, was du wirklich bist. Und da heraus entsteht ein Leben für dich, das du dir eigentlich gar nicht vorstellen kannst, solange du noch die manifeste Human Design Ansicht hast. Und wenn du bereit bist, es wirklich abzulegen, wenn du bereit bist, wirklich auszusteigen aus den Begrenzungen, aus den Limitierungen, dann wirst du sehen,
dass es kein Limit an Geld gibt, kein Limit an Zeit, kein Limit an Freiheit, kein Limit an Liebe, kein Limit an Begeisterung, dass du wirklich absolut unbegrenzt bist. Es gibt keine Grenzen. Und wo es keine Grenzen gibt, gibt es auch nichts zu manipulieren. Und wo es nichts zu manipulieren gibt, gibt es keinen Stress, es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nur zu sein. Und da kommt die Freiheit rein, da kommt die Leichtigkeit rein, da kommt das Vertrauen rein, da kommt die Sicherheit rein. Nur so kommst du dahin, wo du möchtest. Es ist ein anderer Weg, als die meisten erklären und erzählen. Und es ist eine andere Herangehensweise, als die meisten erklären und erzählen. Es ist alles anders und es muss auch alles anders sein. Weil wenn es so wäre, wie du bis jetzt geglaubt hast, dann wäre es ja schon so, wie du es haben möchtest. Also sei bereit für diesen anderen Weg, sei bereit für den Weg durch dich, in dir, mit dir, als absolute Hammer, Power, Schöpferperson, Persönlichkeit, als das Tor zur Welt, als das Portal zu allem, was da ist. Und ich mache dir jetzt noch ein ganz kleines Beispiel von da, wo ich hier bin. Ich bin hier. Und durch mich ist diese Aussicht jetzt hier entstanden. Durch mich ist diese Natur hier entstanden. Durch mich ist das hier entstanden. Und wenn du das ein bisschen glauben kannst, weil du weißt, dass du quasi durch mich jetzt hier bist und dass du aber durch dich hier bist, weil ich in deinem Leben genau das bin, was du festlegst, dann bist du absolut auf dem Weg zur ultimativen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Erinnere noch kurz daran, dass das Portal, das nächste tiefe, transformierende, wunschmanifestierende Programm am 4.6., also Sonntag, 4.6., 4. Juni, 20 Uhr starten wir, super intensiv. Coaching-Calls, Fragen- und Antworten-Calls für 2 Monate. Heute noch, Donnerstag, 1555 Euro. Wenn du dich bei mir meldest, dann hast du diesen Preis sicher. Morgen steigt der Preis auf 2222 Euro. Und wenn du heute dein Interesse meldest und sagst, ja, ich möchte, dann hast du diesen Superpreis von 1555 Euro noch sicher. Du kannst auch 20 Minuten Call mit mir noch buchen. Dein Investment für die 20 Minuten sind 180 Euro und du kriegst sie angerechnet an das Portal. Und es ist vielleicht so streng oder so strikt, dass ich nicht mit Leuten einfach nur so zum Spaß 20 Minuten rede, sondern ich möchte meine Energie und Aufmerksamkeit tatsächlich auf diese Menschen fokussieren, die wirklich kurz vor dem Portal stehen, die kurz davor stehen, zu sehen, ich bin das Portal zu allem, was da ist in meinem Leben. Ich habe keinen Zweifel mehr dran, weil dann geht es weiter. Erst wenn du durch diese Tür hindurchgegangen bist, dann wirst du sehen, was es bedeutet, dass du der Schöpfer von allem bist. Und dass du die Welt zu dem machst, was du bist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du machst die Welt zu dem, was du bist. Was musst du sein, damit die Welt so ist, wie du es haben möchtest? Diese Fragen beantworten wir in das Portal und verankern sie so, dass du nachher der absolut happy Beobachter bist von einer Realität, die du dir immer schon erträumt hast. Lass es dir nicht entgehen und bis ganz bald. Tschüss.